Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tony Hawk Pro Skater HD. Wir waren stehen geblieben hier. Und es ist jetzt eine lange Zeit, nachdem ich mal wieder aufnehme. Mal gucken, ob ich das Spiel auch noch drauf habe. So einigermaßen. Aber es scheint zu gehen. Viel zu weit. Jedenfalls, was ich eigentlich machen wollte. Ich möchte versuchen, das geheime Tape zu finden. Also, beziehungsweise zu holen. Ich weiß ja, wo es ist. Ich muss es halt nur noch holen. Das hat schon mal nicht so geil geklappt. Hallo, Patzer. Oh, Menno, ich kann wieder aufhören aufzunehmen. Nein, nein, ich hau gleich ab. Wo willst du? Achso, willst du nur die Dings mitnehmen, oder was? Nee. Ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen. Jetzt wahrscheinlich wird noch was holen. Und dann okay. Das kommt vielleicht heute auch nochmal. Alles klar. Wo ist denn dein Dings jetzt eigentlich? Zeig mal. Oh, das ist ja süß. Voll klein. Ich dachte, du machst das so ein bisschen über den ganzen Arm, hier bist du hinten das hin. Das wird ja auch noch hier so erweitert. Ach, das erweitert so, okay. Ja, klar. Mein Gott. Chillomillo. Chillomillo, was sagst du denn? Tony Hawk Pro Skater HD. HD. Hey, Freund. Ja, machen wir. Willst du Kohle kaufen oder soll ich das machen? Weil ich hab eigentlich, Thomas gefragt, ob ich heute noch losfahre, also ob wir beide losfahren, aber ich weiß noch nicht, wann der sich meldet oder ob er sich überhaupt meldet. Ich fahr nicht bei ihr los. Ja, okay, gut. Weil ich hab noch was zu tun, ne? Alles klar. Wir sehen uns. Jo. Hey, see you. Tschüss. Okay, wo war ich? Ach ja. Ja, nein. Gut. Geheimes Tape. Bup. Ja. So. Jetzt muss ich jetzt überlegen. Ich glaube. Nein. Fuck. Voll falsch. Ho. Wo muss ich denn nochmal hin? Also ich weiß genau, ich muss da hoch. So. Ich muss darüber. Nein! Ach komm, leck mich doch am Arsch, neu starten. So. Also. Uppala. Ich muss irgendwie, wartet mal. Ich muss da hoch, aber ich weiß ja nicht, von wo ich abspringen muss oder ob ich überhaupt abspringen muss. Ich habe übrigens meine Steps so ein bisschen verbessert. Hallo Mama, was ist los? Ja, ich nehme gerade auf. Patzer hat gerade auch schon gestört. Wieso, was willst du denn? Nee, ich glaube, der wollte nur irgendwas abholen, glaube ich. Weiß ich aber nicht. Oder ob er mir Bescheid sagen wollte, ich habe keinen Plan. Ich weiß es auch nicht so genau. Mensch, tolle Folge. Ach ja, so. Jetzt weiß ich nicht, muss ich jetzt hier schon... Warte. Nee, jetzt kann eigentlich gar nicht sein. Ich komme noch von da nie mehr hin. Dann fahren wir eben hier lang. Fahren dann da lang. So, und jetzt fahren wir, springen wir mal darüber. Nein! Fuck! Nein! Oh komm, fall bitte nochmal hin. Vielleicht bleibst du da. Oh shit. Oh nö. Das ist ja kacke. Also ich weiß, wie es geht, aber ich kann es halt nicht. Ich bin so ein Held. Boah, ey. Mann, das Level war damals so cool. Und jetzt hasse ich's gerade, ey. Ich habe in letzter Zeit auch wieder ein bisschen Skate 3 gespielt, was immer tausendmal besser ist als Tony Hawk, aber das ist auch nur persönliche Meinung, weil ich finde sowas Realistisches irgendwie cooler als sowas hier. Aber das war auch, also früher war das hier nonstop ultra. Deswegen, jetzt haben auch so viele gesagt, ja, mach lieber Skate, weil das ist besser. Ja, wie soll man das sagen? Ist halt was anderes. Es ist so, als würde ich jetzt Battlefield 3 mit COD vergleichen. Es sind zwar beides Skate-Spiele, aber haben halt beides völlig andere Ansätze. Das eine will halt realistisch sein und das andere will einfach nur ein Fun-Skater mit mega riesigen Highscores sein. Oh nein, was machst du jetzt? Was war das?
Ich glitsch durch das Dings, warum nicht? Aber kann ich nicht eigentlich auch, warte mal. Aha, okay, ich kann auch einfach Back drücken. Ja. Ich will dieses dämliche Tape haben. Was ist denn da oben eigentlich? Habe ich noch gar nicht gesehen. Na egal. Dass das mit dieser komischen hohen Sprung, dass du automatisch auf die Fresse fällst, wenn du ganz tief fällst, total dumm ist, weil das gab es im ersten Tony Hawk gar nicht, sondern nur im zweiten. Oh. Und demnach sind die Tony Hawk 1 Strecken logischerweise nicht darauf ausgelegt, dass du so, dass du hinfällst, wenn du tief fällst. Was total höhenrissig ist, aber was beschwere ich mich denn, ne? Ich komm da echt nicht ran. Ich muss da hoch, aber ich krieg dann diesen scheiß Sprung nicht hin. Ups. Aha. Ups. Ja. Yeah. Was? Hä? Was ist das denn? Hier das Lied aber gerade wieder. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Sagen wir, probieren es mal mit Vollgas. Vollgas? Okay, Vollgas. Hui! Nein, viel zu weit! Ja, geil. Vollgas funktioniert also offensichtlich auch nicht. Wo bin ich denn jetzt? Kein Plan. Ich glaube, die Folge wird mal ein bisschen länger. Wenn ich jetzt nur Viertel, wenn ich jetzt nur 15 Minuten mache, dann kommen wir ja gar nicht voran hier. Ich glaube, ich habe meine Stats so gut gemacht, dass ich einfach mal das S überspringe. Ist auch nicht schlecht. Ups. Ich komme an dieses Tape nicht ran. Schalalalalala. Oh. Mensch, wo bin ich denn jetzt? Hier? Warum hier? Und wir fallen schon wieder durch die Map. Also das Ding ist so verbuggt. Das kommt davon, wenn die Leute die Unreal Engine nicht beherrschen. Das ist eigentlich die simpelste Engine, die es gibt, so ziemlich. Würde ich mal sagen. Es gibt da, glaube ich, gab es nicht sogar irgendwie den Unreal Editor oder so eine Scheiße, womit man eigene Spiele mit der Unreal Engine entwickeln kann? Ja. Leck mich doch fett, Alter. Ich glaube, das gab es, oder? Oder wollten sie das noch rausbringen? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Vielleicht, ja, wartet mal. Vielleicht Vollgas, aber früher abspringen. Vielleicht könnte das was werden. Oh. Jetzt! Bitte, bitte! Ja! Ich hab's! Oh, wie geil, okay. Wo bin ich denn jetzt? Gut, ich hab die Kacke. Dann würde ich mal sagen. Was fehlt denn uns überhaupt noch? Ich weiß es gerade. Meine, sieht man hier zum Beispiel, das Ding. Es ist also designt, um einen Sprung zu machen, ne? Wenn ich jetzt springe, großer Sprung. Also ich fall so oder so auf die Fresse. Das ist einfach nur dumm gemacht. Egal, so, also, zack. Was haben wir jetzt überhaupt noch? Mal eben gucken. geheime DVDs, Gate, 5 Ventile. Die Scores haben wir noch, wo ich die am besten mache, weiß ich aber nicht. Manual durch 5 Pfützen, Spezialtrick über das riesige Gitter. Okay. Welches riesige Gitter? Egal. Ich würde sagen, wir probieren erstmal die Scores. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich die machen soll, aber egal. So, mal gucken. Hoppala. Oh, großer Sprung. Es nervt so. Man kann das nicht mal ausstellen. Das wäre einfach toll. Wenn man sagen kann, nö, ich will damit ohne spielen. Ja. Na klar. Ah, hier gibt es aber auch keine guten Sachen, wo man irgendwie viel Tricks machen kann. Nicht mal hier, weil wenn ich jetzt hier grinde, falle ich hinten auf die Fresse. Das ist auch zum Kotzen. Also im Endeffekt die Strecke, das war eine der geilsten Strecken damals, haben im Endeffekt dadurch versaut, dass man diesen scheiß großen Sprung eingeführt hat. What the fuck? Okay. Vielleicht, wenn sie den... Die wollen ja den Revert noch einführen. Also, dass man halt auch solche Tricks verbinden kann, indem man so macht. Also, dass man sich einmal dreht. Das ist ein Revert. Den gibt es, glaube ich, seit Tony Hawk's Pro Skater 3. Und den wollen sie auch noch mit einführen. Aber halt erst in einem DLC, wenn... auch die Strecken aus Dings kommen. Hoppala, wo fahr ich denn jetzt lang? Anscheinend nicht richtig. What the f... Wie ist er denn jetzt runtergefallen? Mir egal, ich mach jetzt nur noch... Oh yeah, oh yeah! Nein! Großer Sprung! Ich meine, das ist doch gerade dazu gebaut, damit man da hochspringen kann! Ich meine, Leute. Ganz ehrlich, leckt mich mit dem Scheiß 100%. Ich mach die 100% nicht mehr. Das ist mir so scheißegal. Wir machen jetzt noch den Highscore. Den kriegen wir, glaube ich, noch hin. Dann sammeln wir Skate. Wenn ich nicht wieder rüberspringen würde. Dann machen wir diesen komischen Manual durch die 5 Pfützen. Und dann haben wir es glaube ich auch schon, oder? Ich springe minimal. Ihr müsst halt verstehen, ich drücke einmal kurz A. Und er macht so einen Megasprung. Ich habe mich viel zu sehr geskillt, Alter. Ich dachte, ich wusste nicht, dass es das überhaupt möglich ist. Dass man sich zu sehr skillen kann. Dann muss ich im Endeffekt hier schon abspringen. Klappt aber auch nicht. Hoppa. Komm schon. Boah. Normalerweise haben die Dinger eine Hitbox von einem Elefanten. Am Tier muss ich wirklich gerade durchspringen. Ah, leck mich doch fett. So, S. Wo ist denn der Rest? Ich glaube, der K ist hier, ne? Ja. Das A ist, glaube ich, da oben. Ja. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wo ist das T und das E? Ich glaube, warte mal, das T, war das hier oben? Nee. Ach, da war, oh nö. Mist! Na, guck ich das an. Großer Sprung, es ist so dumm. Diesen großen Sprung haben sie
voll verkackt. Ich muss im Endeffekt, wartet mal. Alle, hopp. Ah, nein, nicht reinfallen. Nein! Ich habe auch nicht ewig Zeit, deswegen. Ich muss im Endeffekt hier hochspringen, ne? Hopp. So, das... Wo war das E? War das E? Unten da oben. Ich glaube, es war oben. Komm, gib Gas. Komm schon! So, wo war denn das E? Hä? Wo war denn das E? Wo war denn das E? Hier ist es nicht. Ganz offensichtlich. Nein, da oben ist es! Fuck, wie komme ich denn da jetzt ran? Fuck, wie soll ich denn... Oh Mann, das ist da oben, ja okay. Gut, das Skate sollten wir jetzt ganz schnell kriegen. Ich würde sagen, ich mache einfach einen Part komplett, wie ich das Level hier abschließe. Das ist, glaube ich, weitaus intelligenter. Okay, und zwar jetzt abspringen. Bitte, bitte. Yes! I'm the king of the world. Hup, hup, hup. Nein. Fuck, 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 fuck. Hup, hup. So. Vielleicht hole ich mir ja einfach Thomas wieder her, weil Thomas hat auch irgendwie Bock auf das Spiel. Er kann es zwar überhaupt... gar nicht. Das ist, glaube ich, das einzige Spiel, wo ich besser bin als Thomas. Das ist... Ah, da wollte ich ja nicht lang. So. Und hopp. So, und jetzt muss ich... Hey! Ja, grind oder fallen ist mir eigentlich egal. Hauptsache... Ja. Okay. Yeah! I'm so special! Und voll auf die Fresse. Hey, schön. Ich werde, ich fall sogar hier auf die Klappe. Oh, oder auch nicht. Wartet mal eben. Wenn ich jetzt hier durchfahre, zählt das schon als... Nee, das zählt nicht als Manual durch die Pfützen. Okay, ich muss kurz mal jetzt eben die 5 Pfützen finden, die ich als Manual machen soll, weil ich weiß gerade nicht, welche die meinen. Ich warte mal die hier. Wupp, wupp. Oh yeah! So, was fehlt denn jetzt noch? Wir müssen, glaube ich, 5 Sachen geschafft haben, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch... Welches riesige Gitter? Ach, warte mal, das da hinten vielleicht? Das kurz nach dem T? Das kann sein, warte mal. Dann machen wir, guck mal eben mal. Wupp, wupp! Wollen wir doch mal sehen. Hoppala. Riesiges Gitter, riesiges Gitter. Ich war falsch, oder? Jo, tu ich. Okay. Was für ein riesiges Gitter? Nein! Meine Freunde. Warte mal, ist das hier ein Gitter? Nö. Was für ein Gitter? Aber das muss, das müssen die eigentlich meinen, oder? Weil das T war ja im Endeffekt hier jetzt über mir. Warte, go up. Go up. Hoppala. Na komm, lass mich durch hier. Ich rate mal, die meinen das. Ups. Wir müssen jetzt aber nur noch... Jetzt komm schon! Mach einen scheiß Spezialtrick.
Ja, das war das riesige Gitter. Ja, okay. Ui, ui. Okay, was heißt ui, ui? Oder heißt das wie, wie? Achso, ich hab mal Seelfrei, okay. Alles klar. Okay, ich muss gar nicht zugeben, ich hab grad gar keinen Bock auf die Highscores irgendwie. Oh Gott, nein! Voll verkackt. Ach komm. Lauf beenden. So. Ich würde sagen... Was? Ich würde sagen, wir gehen direkt zu... Oh Gott, wie spricht das aus? Marseille? 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 Marseille?